Ernesto Fagundi hatte ein Werwolf-Problem. Wir haben ein Werwolf-Problem. Die sind in der Nähe, die greifen uns gleich an. Wir müssen den Wachturm hier unten. Den bauen wir noch zu Ende. Packen da aber keine Wachen rein, nur Draufgänger. Und die kommen dann bis hier oben hin. Erstmal nur bis hier hin und dann locken wir die an. Jetzt haben wir die aufgedeckt, oder? Greifen die uns an. Einer unserer Leute stürzt sich tollkühn in den Kampf und er wurde selber getötet. Er wankt hier rein. Ja, ein Werwolf draufgegangen. Wir müssen in einer höheren Rate Werwölfe töten, als dass sie sich verwandeln. Das ist der hier. Das ist unser Mann. Der wurde in Werwolf verwandelt gerade. Hört ihr deren Heulen? Ist das der Letzte? Nee, ne? Das ist einer unserer Leute. Traut euch doch, tötet ihn, es muss sein. Schluck. Oh Mann. Ich glaube, die wollen nicht gegen den eigenen Kameraden kämpfen. Würdet ihr einen der euren, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat, würdet ihr einen der eigenen erschlagen, nachdem er ein Werwolf geworden ist? Würdet ihr sagen, einmal Mitglied der WB-Community, immer Mitglied der Writing Bull-Community, auch wenn du ein Werwolf bist, du bist einer von uns. Wir erschlagen keinen Kameraden. Oder würdet ihr sagen, hey, einmal infiziert, mein Name ist Hase, weg mit dir. Was? Sicher doch, aber immer, ja, ihr seid brutalos, auch Shari. Hätte ich von dir ein Lieb nicht gedacht, mein lieber R. Hier, wieder ein Kampf. Oh, hier muss noch irgendwo einer sein. Wenn alle weg wären, wäre das weg. Irgendwo muss noch einer sein. Irgendwo im Hinterland läuft der rum. Einer ist noch irgendwo da. Dann ist der Wachturm hier fertig. Gleich ist er fertig. Fokuspunkt für die Patrouille. Hier drauf, bitte. Ich lass mal schneller laufen. Da, wann kommen denn die Leute dafür? Die brauchen ja ewig, bis sie da sind. Da kommen die. Also wir hatten schon mal einen Kampf bei der letzten Partie, relativ am Ende auch, gegen Werwölfe und die sind echt heftig. Also wenn man ohne Kampfkraftverstärkung arbeitet, die haben wir mittlerweile 141%. Und falls man vielleicht noch nicht hat verhindern können, dass sie vorher gefüttert worden sind von vielen schwachen Trupps, von einem selber, durch den die ja immer nicht nur mehr Einheiten produzieren, sondern auch schwierigere entstehen. Letztes Mal war es echt spitz auf Knopf, dass wir das Camp überhaupt beseitigt haben. Jetzt arbeiten wir halt mit diesem Kampfkraftvorteil mal 1,4, ne, hier oben durch die Silbermünzen und die Kupfermünzen. Und dadurch wird es dann einfacher. Patrouille, hier rauf bitte. Jetzt marschieren sie los. Das sind unsere Helden hier. Die ersten vier Draufgänger. Sich todesmutig hier ins Terrain reinwagen. Da kommen sie. Was werden sie entdecken? Hier muss doch mindestens ein Werwolf sein.
Oder kann es sein, dass das Lager noch auf... Hier ist doch keiner mehr. Eine Einheit wurde von einem Werwolf gebissen. Oh, es könnte sein, dass es einer von... Dass der deshalb... Dass hier unten irgendwo ein Werwolf ist und deshalb das Lager hier oben nicht kaputt geht. Könnte das sein? Könnte sein, ne? Das habe ich ja noch nie erlebt. Das hier sind... das sind die 10. Wenn er von unten kommen würde, wenn das wirklich der ist, dann setzen wir das einmal hier hin. Und dann schicken wir auch einen Entdecker weiter nach oben hin. Das soll man ganz auf Nummer sicher gehen. Ob sich eventuell auch an was anderem liegt hier. Und hier wankt jetzt irgendwo ein Werwolf. Guck mal hier. Der hat den gebissen und das ist einer von unseren Minenarbeitern und er wankt jetzt darauf. Wie ein Geist, der Typ, der ihn gebissen hat, verfolgt ihn. Und keiner der Verbündeten oder der neutralen Dorfbewohner nimmt irgendwie Anstoß daran. Also ein Verhexter, ein infizierter Zivilist. Samt Werwolf durch ihr Dorf hindurch tapert. Niemand lässt sich mal seine Alltagsvorrichtungen irgendwie davon irritieren. Weil Fantasy-Welt, Werwölfe ein alltäglicher Anblick. Wir zucken ja auch nicht zusammen, wenn wir einen Postboten sehen auf der Straße. Das ist quasi das Äquivalent von der Häufigkeit her zu einem Briefträger der Gegenwart. Hier oben rein wanken die. Vielleicht können wir ihn stoppen. Da kommt er. Da kommen sie an. Leute, stoppt ihn doch. Der Minenarbeiter darf durchlaufen. Ja, in dem Augenblick in dem Dorf. Und der Minen. Die Minenarbeiter laufen weiter. Die verhexten Minenarbeiter laufen weiter, aber verschwinden. Im Nichts. Ihre Seelen verdampfen und verglühen. Zack, sind sie alle weg. Und sind normal tot nur noch. Halleluja, heiliger Bulle, danke, dass du uns beschützt und beschirmt hast und unsere Draufgänger nicht draufgegangen sind. Puh, das war knapp. Oh Mann. Das haben wir geschafft. So, und jetzt können unsere Entdecker normal rumlaufen. Ich will einmal die ganze Karte aufdecken, dann erfüllen wir die Aufgaben, die wir noch haben hier. Ne? Das ist unser einziger Entdeckerposten, den wir noch haben. Die Banditen müssen wir uns noch schnappen. Und hier rechts waren doch Banditen, ne? Und da oben sind die. Ja, dann nehmen wir mal die Draufgänger raus. Und nehmen Soldaten rein. Und das machen wir. Wie weit kommen wir mit dem? Harsch, so in etwa in die Nähe. Und dann würde ich mal sagen, in der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal. Ach, wir können auch hier noch. Wie weit sind unsere Grenzen denn ausgedehnt? Nur bis hier. Dann sagen wir dem hier, raus mit allen Soldaten, rein mit Wachen und bitte Einnahme, Grenzen ausdehnen hier links rüber.
Und dann erfüllen wir mal unsere Quests. Denn ohne die Quests haben wir die Partie auch nicht gewonnen. Wir müssen uns mit zwei der Dörfern anfreunden. Das rote Dorf hier rechts, schaut mal in die Aufgaben rein. Wir müssen den 55 Eisenwaren liefern. Die anderen Aufgaben haben wir schon erfüllt. Wir sind bei 85% Zustimmung. Es gibt zwei Zustimmungsgrenzen, befreundet und alliiert. Wenn wir mit beiden Dörfern auf der Karte befreundet erreicht haben, haben wir die Partie gewonnen. Und das versuchen wir jetzt mal. Das heißt, wir müssen ihnen Waren liefern und wir müssen erstmal an ihre Grenzen ran. Haben wir das? Sind wir direkt an deren Grenzen dran? Ja, ne? Eine Straße rüber und ein Handelslager bitte bauen. Hier sind wir direkt an deren Grenzen. Da bauen wir jetzt ein Handelslager. Ein Handelsposten, um mit denen Handel zu treiben. Könnten wir auch hier unten rum machen, wäre vielleicht kürzer. Aber das finde ich irgendwie schicker. Oh, es ist irgendwas passiert. Wir sind mit einer Fraktion versehentlich befreundet worden. Ich habe irgendein Ziel erfüllt. Vergrößere Bevölkerung. Die gelbe Fraktion. Moment, die lilafarbene hier, mit denen sind wir jetzt befreundet. Das Ziel haben wir erreicht. Wir müssen uns nur mit den anderen befreunden. Wir können uns mit denen noch alliieren. Und immer den. Ach, wir haben die geweihte Quelle gefunden. Das war das entscheidende Ziel hier. Dadurch Ruf voran, Baufälligen Turm. Haben wir gerade auch entdeckt. 145%, sobald wir auf 200% kommen, gehören deren Gebäude uns. Waren noch liefern, Rucksäcke. Das schaffen wir auch alles. Wir bauen mal bei beiden Handelsposten hin. Bei denen hier auch noch. Naja, kommen wir aber nicht direkt dorthin. Weil hier vorne kann man nirgendwo bauen. Das müssen wir ein Stück weiter hinten machen. Hier könnten wir einen hinbauen. Das ist nur Deko, die muss man nicht, aber ich fühle mich dann irgendwie wohler. Da können wir den Handel starten und einen bauen wir noch hier vorne hin. Nelly, danke dir fürs erste Abo. Liebe Grüße. Danke dir, willkommen hier. Man braucht keine Straßenverbindung, aber ich finde das irgendwie netter. Ich finde das netter. Deshalb will ich das gerne haben hier. Und hier vorne müssen wir noch ein Handelscamp hinbauen. Und das finde ich auch hübscher, wenn es direkt daneben steht hier. Oder man zieht hier die Straße durch. Das können wir auch machen. Sieht dann so aus, als ob. Dann ein Handelsposten. Ja, wunderbar. Der passt sogar direkt daneben. Einer hier hin. Bitte mit Priorität die beiden bauen. Dadurch entstehen die nicht schneller, aber hätten wir andere Bauaufträge, dann werden die, würden die bevorzugt. Bussi an Bussi. Danke dir fürs allererste Abo hier. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke dir. Und dann brauchen wir auch Handelsträger. Und die wiederum rekrutieren wir in der Abenteurergilde. Wo ist die denn? Da ist sie. Nee, stimmt nicht. Im Gildenhaus, ne? Nee, auch nicht. Doch, im Gildenhaus, glaube ich. Ich glaube, im Gildenhaus. Das ist das Gildenhaus. Stimmt, da sind sie. Rucksäcke brauchen wir. Wir haben im Augenblick deren 4. Das ist ein bisschen dürftig. Wir rekrutieren mal 20 von den Handelsträgern. Suchen unsere Schneiderei. Sechzehn Rucksäcke, bitte. Und dann machen wir doch noch daneben
Unterkünfte. Muss man nicht bauen, kann man aber bauen für die Handelsposten und die Leute, die da unterwegs sind. Handelslager, Unterkunft von Handeln, die herkommen, wenn wir die mal im Augenblick nicht so viel zu tun haben, damit die nicht das nächste Mal, wenn wir wieder eine Task einstellen, vom anderen Ende der Karte oder vom nächsten Wohnraum angedackelt kommen. Einmal Handelslager. Das machen wir auch hier vorne. Geht natürlich prompt nicht, weil Sumpf. Wir spielen halt auf einer Sumpfkarte. Ach nee, komm. Nirgendwo kein Platz für gar nichts. Aber wie viele Tasks haben wir mit denen noch? Nur noch eine, oder? Das sind die Violetten und es gibt nur eine Aufgabe. Also in dem Augenblick, wo wir aktiviert haben, die müssen nicht bis zur nächsten eine Pause machen. Da gibt's nichts. Und hier unten können wir die Handelsangebote machen. Ja doch, wir können magische Fackeln holen. Hier. Fraktionsbelohnung. Liefern wir ihnen die Eisenschwerter, dann sind wir eine Stufe weiter oben. Wir können uns Geschenke holen. Bronzeschwerter. Also wir brauchen liefere Waren. Die Violetten 55 Rucksäcke abliefern, um die zu Verbündeten zu machen. Die Rucksäcke sind hier. Dann bekommen wir das hier. Einmal starten. Man könnte immer nur einen Handel pro Handelsposten machen. Was die Supporter Edition ist, fragt Stardustle. Das ist überwiegend eine Version mit kosmetischen Geschichten. Also verschiedene, ich glaube Wallpaper, Artbook, weiß ich nicht genau, Wallpaper und Soundtrack und andere Geschichten. Plus leicht überteuert, wenn man sagen mit Absicht sagt, ich liebe das Spiel, ich will die Entwickler supporten. Deshalb Supporter Edition. Zugleich ein paar kosmetische Geschichten. Können wir da oben wurden ja zwei Links gepostet bei Games Planet. Wenn du auf den zweiten klickst, da ist das genau beschrieben. Banditen. Das sind die Soldaten, die wir hierher geschickt haben. Die müssen wir nicht, aber die will ich noch gerne gleich angreifen. Das war die Patrouille mit den Soldaten. Hier vorne, genau. Und die können wir jetzt vorschicken und greifend in hier hinten an. Oh, die sind aber gut. Geklaut. Brutalus. Da liegt ein Kohlkopf. Wie kann man nur Kohl klauen? Ein paar haben überlebt. Das heißt, da müssen wir die mit neun Mannen ein zweites Mal angreifen. Da sind alles unterwegs. 10 wurden gerade sinnlos von WB verheizt. Da müssen wir nochmal abwarten und den Fokuspunkt, Patrouillenpunkt, damit wir das nachher nicht verpassen, den setzen wir jetzt erstmal davor hin. Handel. Handelsposten steht. Da ist er. Das ist der Handel. Noch ein Lager wurde entdeckt. Nein, noch ein Werwolflager. Wir verbünden uns erst mit dem violetten Dorf. Wenn wir das geschafft haben, können wir von dort aus da problemlos hin. Wir werden von Werwölfen angegriffen. Die Entdecker. Wir mästen die. Wir müssen sofort die Entdecker stoppen.
Alle Entdecker bitte deaktivieren hier. Nochmal Werwölfe hier. Also mit denen ziehen wir den Handel ja durch. Und wenn wir den durchgezogen haben, sind wir mit denen alliiert. Dann gehört alles, was hier hinter mir auf der Minimap lila ist und was hier lila ist, dann gehört das alles uns. Dann können wir von dort aus nach oben hin problemlos Bauwerke hinsetzen, die Draufgänger raufschicken und so weiter. Ah, hier haben wir uns auch schon ausgedehnt. Wir könnten hier auch mit Garnisonen rauf, mit Wachtürmen raufgehen. Da kommen wir hin. Das ist in der Nähe. Schaut mal hier. Diebeslager. Banditenlager. Noch ein Löcher. Okay, ein Schritt nach dem anderen. Hier dehnen wir gerade unsere Grenzen aus. Was ist denn das hier? Das gehört uns. Ja, damit kommen wir ja auch hin im Prinzip. Die Idee ist nicht schlecht. Wozu gehören die denn? Das sind die hier, ne? Fokuspunkt für die Einnahme. Hier aus. Ah, okay. Können wir hier eine Garnison hinsetzen? Das klappt. Weihnachten allen, die ein bisschen später reingekommen sind und so höflich sind, guten Tag zu sagen. Danke an DJ Culture fürs Abo verschenken, an Maschine und wunderschönen guten Abend und frohe Weihnachten euch allen. Ob man die Werwölfe in Settings abschalten kann, Leveler? Im Prinzip verkürzt gesagt ja. Also du kannst beim Start der Zufallskarten bis ins Kleinste alle möglichen Parameter definieren. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja vier Schwierigkeitsgrade, wenn du die pauschalen Schwierigkeitsgrade benutzt, also du kannst auch im Detail das regeln, aber wenn du die benutzt, dann musst du zum Beispiel, kannst zum Beispiel einfach nur sagen, ich gehe, es gibt vier Schwierigkeitsgrade auf die dritte Stufe, das ist eins unter dem, dann hast du nur Diebe und Banditen und weder die Geister noch die Werwölfe, aber du kannst das alles viel detaillierter noch selber einstellen. So, und hier läuft unser Handelsdeal, Handelsposten. Ach, den hatten wir noch nicht gestartet, ne? Eisenschwerter liefern. Gegen Ruhm, jetzt läuft der Handel. Moment, Rucksäcke? Ich hatte die Rucksäcke doch aktiviert. Jetzt hatte ich das, habe ich das wieder deaktiviert gerade? Anscheinend ja. Jetzt ist das, ich hatte umgeswitcht. Jetzt sind die Rucksäcke hierhin unterwegs. Haben viel zu wenige. Wir können auch Eisenschwerter schicken. Wie viel haben wir? Wir schicken die mal. Dafür brauchen wir sehr viel Leder. Wisst ihr was? Wir checken unsere Schneider nochmal. Warenausgangslager voll. Ach, wir haben hier Rüstung aktiviert statt Rucksäcke. Jetzt sind die Rucksäcke aktiviert. Mein Fehler. Wir bauen einfach, wo ist das nächste Lager mit Leder? Hier vorne. Wir bauen einfach eine zweite Schneiderei daneben hin. Einfach, wenn man Platz hat hier irgendwo. Auf der anderen Seite, aber immerhin haben wir hier Platz. Und auf dem Weg dorthin irgendwo. Wir setzen es hier hin. Kurze Wege.
Na, hier kommt man gar nicht durch. Eine Schneiderei hier hin. Für einmal Rucksäcke, bitte. Unendlich viele, bitte. Ich kann auch Stoffrucksäcke schneiden, Kepweb. Frohe Weihnachten und dir, aber das ist wesentlich ineffizienter. Also man braucht, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 Stoffe statt eines Leders. Und wir haben ja haufenweise Leder. Dann brauchen wir noch eine weitere Geschichte hier, und zwar die gelben. Pardon, die roten hier vorne. Hier kontrollieren wir auch mal den Handel. Handelsposten. Und was läuft hier? Hatten wir doch irgendwas gestartet, ne? Eisenschwerter. 55 Eisenschwerter. Die hatten wir doch gestartet. Wo sind die denn? Das hatten wir nicht gestartet. Start jetzt. Okay. Handelsträger haben wir mittlerweile. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Ja, da stehen sie. 20 Händler. Wie viele leben denn in einem Handelsposten? Wie viele können da Unterschlupf finden? Genau 20. Das heißt, im Augenblick sind alle hier vorne. Okay. Ist egal, wird ja auch so klappen. So, 2 Lager müssen wir noch beseitigen. Ein Werwolf-Lager. Ein Werwolflager hier hinten und dann noch ein Banditenlager da vorne und noch ein Diebeslager hier. Hier haben wir die Soldaten auf Patrouille. Da vorne sind sie und da wollten wir hin und wir hatten noch ein zweites. Genau, und die kommen bis hier vorne hin. Jetzt nehmen wir den vorderen der Wachtposten, der Wachtturme, die sind wieder randvoll. Können die Patrouille hier hinsetzen und dann sind die weg. Hoffe ich mal. Eben sind wir gescheitert. Daumen drücken, dass es klappt, Leute. Gerne martialische Anforderungsrufe brüllen. Oh Gott. 3 sind noch da. 4 gegen 3, 5 gegen 3. Einer. Nein, das hat nicht gereicht. Das Lager ist immer noch da. Wegen dieses Typens hier unten. Der alleine verteidigt hier noch alles. Unfassbar. Neues Personal ist unterwegs. Viele wurden massakriert. Die 3 sind noch da. Hier. Ach, die kommen nur bis hier hin. Vielleicht können sie ihn so anlocken. Hierhin bitte. Komm. Put. Komm rüber zu... Ja, jetzt. Ja, komm. Leute, da ist er doch. Ja, wunderbar. Einer ist schon umgebracht. Jetzt sind nur noch 2 da. Ja! Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ein Banditenlager weg. Jetzt müssen neue Truppen zurückkommen. Dann haben wir noch ein Diebescamp hier vorne. Kommen wir denn da hin? Ja, es sind 2. Vielleicht sollten wir unsere Grenzen noch ein bisschen weiter ausdehnen hier.
Kann man denn noch weiter expandieren? Ja, wir bauen einfach hier noch einen Wachturm hin. Kommen wir da problemlos hin und müssen nicht so lange warten. Paradoxerweise heißt der Turm Wachtturm, obwohl man da nicht mehr warten muss. Eigentlich müsste man denken, so ein Turm hieße nicht Wachtturm, ne? Weil der ist ja dafür da, dass alles schneller geht. Ich halte das persönlich für einen Bug. Kurze Frage in Chat, glaubt ihr, dass der Wachtturm, dass es ein Bug ist? Vielleicht ein Bug in der deutschen Textbeschreibung, dass der Wachtturm heißt. Und ich finde, das ist ein Bug. Wie seht ihr das? So, soll ich das den Entwicklern melden, Leute? Bitte gerne kurz Feedback geben. Also ich finde eigentlich eindeutig. Da oben steht's Wachtturm. Obwohl alles dadurch schneller geht. Vollkommener Quatsch. Offenweise bitte Soldaten rein. Ein paar Patrouillenpunkt hier hin und dann klappt das schon.